Und damit guten Tag Leute, Leo hier mit einem neuen Leo plaudert. Ich fange das Leo plaudert an und trete fast auf mein Mikrofonkabel. Fucking hell. Ihr müsst euch das so vorstellen, dass ich meine Leo plaudert tatsächlich immer im Stehen bzw. Laufen mache, weil ich habe das damals mal, wer mich länger abonniert hat, der wird das Video noch von der World War 2, also Call of Duty World War 2 Beta kennen. Da habe ich das einmal ausprobiert, einfach währenddessen ich rede, einfach wirklich rumzurennen und das ist wirklich super. Also das ist... Das hört sich dumm an, müsst ihr einfach mal selber ausprobieren, aber dadurch, dass man nicht auf dem Stuhl zum Beispiel sitzt, kann man ein bisschen gestikulieren, ohne dass man so halb das Mikrofon vom Tisch woppert. Außerdem kann man sich einfach so frei bewegen, das ist einfach, das macht das Commentary besser und deswegen mache ich das auch immer. Jetzt aber zum Thema. Ich kann mich noch damals in der guten alten Gesamtschule, das ist wirklich 2, 3, 4 Jahre her, dran erinnern, als ich im Englischunterricht saß und wir einen Themenblock hatten, welcher sich mit CCTV in der UK beschäftigte. Also ne, CCTV, das heißt irgendwie Closed Circuit Television. Leute, es heißt einfach Überwachungskamera. Ja, ich muss zugeben, ich habe es gerade ein bisschen vorweggenommen, aber warum denn überhaupt im Englischunterricht? Warum reden wir darüber dann mit CCTV? Ich habe es aber gerade, wie gesagt, schon vorweggenommen. Und zwar, England, sprich die UK, hat ein sehr ausgebautes CCTV-System. Das heißt, es gibt extrem viele Videokameras an öffentlichen Orten, die auch wirklich vom Staat gestellt werden und sowas. Und generell auch in Restaurants, Bars, sogar in meinem Wohnheim und sogar da, wo ich Sport mache, ist eine CCTV am Start. Also man kann schon so ein ganz kleines bisschen sagen, das was nicht 100% privat ist, sage ich jetzt mal ganz dumm, also so eine eigene Butze zum Beispiel, sage ich mal, das hat eine CCTV, also das ist wirklich Wahnsinn, wie viel CCTV am Start ist. Deswegen haben wir das auch im Englischunterricht durchgenommen, weil das passt natürlich wegen der UK halt, aber die Sache ist, ich musste halt mal nachdenken. So, in diesem Englischunterricht, da hat man halt über so einen Haufen Sachen gesprochen, sei es Privatsphäre, gibt es Chancen, diese Kamera zu missbrauchen oder generell auch das Thema Ethik. Also es ist quasi nice, dass jeder unter Verdacht gestellt wird, denn seien wir mal ehrlich, diese Kameras sind nur aus einem Grund da. Misstrauen gegenüber fremden Leuten. Macht auch irgendwo vollkommen Sinn und an dieser Stelle muss man auch ganz klar sagen, auch in Deutschland, Bahnhöfe, um Gottes Willen, es gibt genug öffentliche Plätze, Gebäude oder whatever in Deutschland, die auch so überwacht sind, aber ne, hier in der UK ist das natürlich aber eine etwas andere Sache, weil hier ist das ist wirklich extrem groß und das möchte ich auch einfach mal in diesem Leoplaudern ein bisschen besprechen. Weil die Sache ist jetzt, ich bin halt seit circa 6 Monaten quasi unter konstanter CCTV-Überwachung. Nein, natürlich nicht in meiner Wohnung, ne? Aber die Sache ist, jedes Mal, wenn ich nach Hause komme oder von zu Hause irgendwo hingehe, grinsen mich ordentlich ein paar CCTVs an. Jedes Mal, wenn ich in die Stadt gehe, grinsen mich ein paar CCTVs an. Gehe ich in eine Bar oder in einen Club oder mache ich nur Sport, grinsen mich ein paar CCTVs an. Das ist kein Witz. Ich habe einen Sportraum hier im Wohnheim und der Raum hat eine eigene CCTV. Also ich gehe quasi aus meinem Haus raus, ganz wie CCTV. Dann gehe ich in die Garage, die zum Sportraum führt und in dieser Garage sind auch noch CCTVs. Und dann ist da der Sportraum selber, der auch CCTVs hat. Und ich habe dieses Thema jetzt mit Absicht so angesprochen, dass ich euch erstmal sage, dass ich quasi 24/7 mit CCTV am Start bin. Weil die Sache ist, jetzt könnte man sagen, Leo, ist das nicht voll intruding? Also... Nee, ich hab's irgendwann in irgendeinem Leoplaudert gesagt. Die Anglizismen hitten bei mir. Ich meine natürlich, ist das nicht irgendwie übelste Nervtönen, Leo? Oder beziehungsweise hast du nicht Schiss vor deiner Privatsphäre? Und ich muss leider sagen, wisst ihr, an was ich und meine Freunde ständig denken müssen, wenn wir die CCTVs sehen? Digga, die müssen mal ein Best-of von uns zusammenschneiden. Das ist jetzt kein Witz. Ständig, wenn ich und meine Freundin eine Kacke machen und das ist halt eben meistens an öffentlichen Orten und dann ist dann eben eine CCTV. Ständig, wenn wir dann irgend so eine Kacke machen, dann denken wir nicht irgendwie daran, oh scheiße, wir sind auf Kamera, oh Kurva, jetzt können wir uns nicht mehr über bestimmte Dinge unterhalten oder sonst was. Nein, das was uns einfällt, ist das erste, wenn wir irgendeine Scheiße machen, dann gucken wir auf die CCTV und dann fragt der eine den anderen, fuck it, warum kriegen wir diese Footage nicht? Ich schwör's euch, würde ich diese Footage haben, das würde ein paar richtig lustige Videos machen. Weil wir machen halt so viel Scheiße ständig, ne? Und dann, wie gesagt, wir gucken ständig auf die CCTV, wenn was Lustiges passiert ist und dann fragen wir uns, Digga, wo ist der Replay? Meine Güte. Zum Beispiel beim Sport selber. Also wie gesagt, im Sportraum ist eine CCTV. Es gibt da so eine Brustübung namens Explosive Liegestütze, sage ich jetzt mal. Ich werde euch auch ein Video davon einblenden jetzt. Also der Typ, der das macht, der ist extrem. Der macht irgendwie dreimal Klatschen. Ich mache das mit einmal Klatschen, aber halt rein vom Prinzip her. Man macht einen Liegestütz, aber schießt sich dabei quasi nach oben, klatscht einmal und fängt sich wieder auf.
Ne, long story short, ich habe halt diese Übung dann zum ersten Mal gemacht. Ich bin jetzt kein Dr. Hulk oder whatever. Ich bin ein Ticken stärker meinetwegen, aber das ändert nichts daran, dass wenn ich zum Beispiel eine Übung noch nie gemacht habe, dass ich da einfach nichts kann und nichts reiße. Aber die Sache ist, ich habe diese Übung halt beim ersten Mal gemacht. Ich war mit meinem Kumpel dann halt in der Gym, habe das halt gemacht, habe mich hochgepusht, habe den Klatsch auch hinbekommen, aber ich habe es nicht mehr geschafft, mich abzufangen. Long story short, wie gerade schon gesagt, ich bin richtig mit der Fresse auf den Boden geklatscht. Fucking hell, das war richtig lustig. Und auch da wieder, fuck, ey, hätte ich diese Footage, das wäre so geil gewesen. Oder auch, es gibt so eine Beinübung, die nennt sich Nordic Curls. Ich werde euch jetzt ein Bild davon einblenden. Das ist eine Beinübung halt. Und mein Kollege und ich, mit dem ich halt immer regelmäßig zum Sport gehe, wir wiegen fast das Gleiche. Und das heißt wiederum, ihr seht das ja jetzt auf diesem Bild, derjenige, der hinten ist, muss quasi den anderen festhalten, weil der geht dann mit dem Oberkörper runter und hoch. So ist halt die Übung am Start. Und weil wir eben fast gleich viel wiegen, muss ich dann quasi wirklich mit komplettem Körpergewicht auf die Füße von ihnen drauf, damit er nicht umkippt. Oh Gott, verdammte Scheiße. Die CCTV ist richtig so in der Ecke, so richtig schön in der Ecke, oben an der Decke platziert. Und jedes Mal, wenn wir diese Übung machen, denken wir uns, what the fuck, das muss aussehen, als hätten wir jedes Mal eine fucking Gay-Orgie hier im Sportraum. Ohne Witz, das ist viel weniger lustig, wenn ich das so erzähle, weil es ist, wie gesagt, das sind alles Erlebnisse, da kann ich nur von berichten, aber es ist einfach, gottverdammte Scheiße. Wir haben einfach wir machen ständig so viel seltsames Zeug, ne? Und um dann jetzt quasi auch so ein bisschen wieder das Thema zu generalisieren, was die CCTV quasi bei uns macht, ist interessanterweise, dass sie halt nicht zum Beispiel in die Privatsphäre eindringt oder sonst was. Also klar, macht sie natürlich irgendwie, aber wie schon, deswegen mache ich das Leopoldert, ne? Ich habe ja schon ein bisschen drüber erzählt, wir denken über vieles nach, aber halt nicht über die Privatsphäre. Sondern das, was die CCTV bei uns quasi macht, ist so ein bisschen, uns ist mehr bewusst, was für ein Shit wir eigentlich die ganze Zeit machen, weil, ihr kennt das ja, man albert mit seinen Freunden rum, das ist stinknormal, das machen alle. Aber die Sache ist, dadurch, dass diese CCTV ständig am Start ist und auch ständig filmt, dann denkt, das macht einem das Ganze einfach bewusster, was für ein dummes Zeug man macht. Und gottverdammte Scheiße, deswegen will ich ein verdammtes Best-of von dem Zeug, was wir da gemacht haben, weil das würde so weird sein. So, ganz ehrlich, das wird hier nicht das längste Leo plaudert. Ich habe mir einfach mal heute gedacht, mache ich mal ein Plaudert, was etwas kürzer ist, um einfach mal zu gucken, wie das bei euch ankommt, aber auch teilweise, um einfach mal wirklich, ich wollte euch einfach mal ein bisschen erzählen, Leute. Ich wollte euch einfach mal ein bisschen erzählen, wie das so mit den ganzen CCTVs am Start ist. Und ich habe mich halt irgendwann mal dran erinnert, wie ich das in der Schule damals durchgenommen habe, und das Thema hat mir nur begrenzt gefallen. Aber das ist jetzt halt schon wieder irgendwie interessanter geworden, weil jetzt bin ich halt von diesen CCTVs tatsächlich auch betroffen. Und stattdessen, dass ich mir und meine Freunde halt Gedanken drüber machen, oh Scheiße, wir sind die ganze Zeit auf Kamera, denken wir uns ernsthaft aus, dass es ein Best-of-Video wahrscheinlich eine geile Sache wäre. Aber das ist einfach ein interessanter Gedankengang, den ich mit euch ein bisschen teilen wollte. Aber naja, das war es jetzt erstmal wirklich mit dem Leo plaudert. Lasst ruhig ein Like da, falls es euch gefallen hat. Und selbstverständlich, Leute, schreibt mir einen Kommentar, wie ihr über CCTV denkt. Weil am Ende aller Tage bin ich nur ein Bob, der irgendeinen Stuff labert. Und selbstverständlich habt ihr auch eine eigene Meinung. Also haut's mir mal ruhig in die Kommentare. Und auch noch sehr wichtig, schreibt mir mal einfach in die Kommentare, ob ihr das auch okay findet, wenn ich mal so Leo plaudert mache, die wirklich einfach nur ein bisschen was ich erlebt habe, aufgreifen. Weil ich muss schon zugeben, dieses Leo plaudert hat jetzt nicht die größte Intention. Man hätte jetzt eine Diskussion darüber machen können, ob CCTV in die Privatsphäre eingreift oder nicht. Da hätte man sicherlich eine interessante Diskussion halt draus machen können. Aber ich wollte halt euch einfach mal ein bisschen erzählen, wie es so ist, halt so quasi ständig CCTVs in der Fresse zu haben und mehr auch nicht. Ja, und dementsprechend bedanke ich mich euch erneut bei euch, dass ihr zugeschaut habt. Ich bin raus, haut rein!